Irgendwas stirbt gerade. Ah, du stirbst gerade. Haha. Hihihi. Okay, dann werde ich... Wie machen wir das denn am besten? Ich glaube, ich werde jetzt nicht so penibel sein und so, dass ich hier jedes einzelne Loch zustopfe, sondern einfach so zwei, drei Schichten oder sowas mache. Muss erstmal überlegen, wo ich anfange. Warte, wo fängt denn mein Haus fängt da an? Hier, dann würde ich das ab hier machen und dann würde ich... Oh, das ist eine Kuh. Vielleicht, ja, hier einfach das hier alles machen. Ja, ja, doch, ich glaube, das könnte hinhauen. Dann, das lädt sich gerade schon so, bietet sich gerade schon so an, dann mache ich das hier. Ja, die Folgen werden jetzt wahrscheinlich nicht so interessant sein, weil ich nur Erde klatsche und nichts Besonderes mache. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber wir haben so viel zu tun, wir haben so, so, so viel zu tun. Ich habe mir vorgenommen, dass wir bis zur 100. Folge wenigstens ein bisschen was geschafft haben. So. So, oh Gott, das war knapp. So, und dann geht's hier weiter mit dem Spaß. Habe ich überhaupt noch genug Erde? Ich habe keine Erde mehr. Immer wenn ich Minecraft zocke, dann versuche ich das immer so zu machen, dass ich immer mir einen Ort suche, wo ich mir denke, ja, da musst du sowieso Erde weghauen. Damit ich halt so an beiden Stellen gleichzeitig effektiv bin. Und ich glaube, deswegen werde ich von... Oh, Creeper. Geh weg von meinem Feld, du Unding. Geh weg von meinem Feld. Attacke. Attacke, 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 Attacke. Ich glaube, ich würde sogar das hier... Warte ich das? Oder also ich glaube, eine Stufe reicht. Warte, ich muss ja eh noch hier machen, aber da komme ich nicht mit viel Erde raus. Okay, von wo kann ich Holz, von wo kann ich Erde ein bisschen klatschen, abklatschen? Wo brauche ich keine Erde? Hier ist das Kreuz und das Ross Anthony. Oh, sag bloß, Anthony ist schon wieder stecken geblieben. Mensch, Anthony, ich habe dir doch extra einen Weg gemacht. Warum gehst du nicht hoch, hm? Hm? Ach, ich verstehe, du willst allein sein mit dem Hühnchen. Hühnchen, mit dem Hühnchen. Mhm. Alles klar, alles klar. Alter, wie unfassbar viele Kühe es hier gibt. Ich glaube, ich bin die Kuhkönigin. Kuh Princess Attack. Ich gebiete über das Land der Kühe. Ja, von wo klatsche ich Erde? Ich mache gerade überhaupt nichts. Ich bin dieser auf einem sowas von unproduktiv. Das ist ja unfassbar. Klatsche ich das hier weg? Aber eigentlich sieht das ganz cool. Ach komm. Habe ich noch ein... Ja, Schaufel habe ich noch. Gut. Was ist denn da? Oh nein, oh nein, oh nein. Haha, haha. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Mach die platt. Jetzt mach die wirklich platt. Okay. Gibt's da unten irgendwas? Ach, ich glaube, das ist einfach die Connection zum Großen, oder? Nee, ja, doch, doch. So mehr oder weniger. Okay. Dann habe ich ja nichts verpasst, aber ich kann ja mal die Kohle wegnehmen. So. Schauen wir das weg. So, so, so und so. Okay, gut. So. So, ich weiß gar nicht. Sind wir schon im März, wenn ich die Folge hochlade? Ich glaube, wir sind wirklich schon. Eieiei, oder so ziemlich schon. Ja doch, ich könnte hinhauen. Ich könnte theoretisch nachgucken, in welchem Monat wir sein werden, aber... Nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Hm. Dann
ist ja auch schon bald wieder Frühling. Weil Frühling geht schon langsam wieder los. Ich bin mal gespannt, ob es noch im März schneien wird. Also im Februar hat es ja jetzt erst im Januar hat es ja jetzt erst angefangen, Ende Januar. Das ist echt ein perfektes Zeitmanagement, was das Wetter so zu bieten hat. Oh mein Gott, ich mach's lieber so. Und es ist eigentlich sinnlos, über das Wetter zu reden, weil daran merkt man eigentlich, wie komplett planlos ich bin, dass mir kein passendes Thema zum Diskutieren einfällt. Ich habe mir auch einfach keine Notizen mehr. Ich habe mir mal angefangen, so Notizen zu machen, worüber man reden könnte, falls mir irgendwann mal so zwischendrin was eingefallen ist oder so. Aber jetzt mache ich alles ziemlich spontan. Oh Gott, ich muss euch niesen. Zurückhalten. Okay, alles gut. Dann kann ich das gleich nutzen, um das Loch zu stopfen. Ist auch nicht schlecht. Zack. Was ihr auch machen könntet, ihr könntet mir theoretisch auch vielleicht mal so, wenn ihr so... Oh, na toll. Wenn ihr so ein bisschen... Habe ich noch eine Axt? Nein. Wenn ihr selber so ein bisschen Minecraft zockt, könnt ihr mir vielleicht gerne auch mal so eure Welt zeigen. Also, dass ihr mir einen Link zu eurer Welt schickt oder zu eurem Server oder sowas. Und dann kann ich mir das auch mal anschauen, obwohl ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Aber da könnte ich mich dann reinlesen und könnte dann auch ja so präsentieren, was ihr denn so alles kredenzt habt an Welten. Doch sicherlich auch für den einen oder anderen interessant und für mich sowieso interessant, um zu sehen, was für großartige Meisterwerke ihr herstellen könnt, im Gegensatz im Gegensatz zu mir, die ja nichts auf die Reihe kann. Guckt euch das Haus an. Guckt euch dieses eklige Haus an. Das ist nix. Willst du mit mir kuscheln? Du bist mein Diener. Das ist jetzt dumm. Was machst du da? Headbang-Kuh. Lecker. Mann, so viel Düssel, Mist, wie auch immer, habe ich in so kurzer Zeit habe ich schon lange nicht mehr erzählt, von mir gegeben, wie auch immer. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich gleich irgendwo runterfalle. Dass gleich, oh, genau das meine ich. Dass da gleich irgendwo ein Loch ist und ich volle Kanne runterfliege. Eieieiei. So. Diesen Baum muss ich auf jeden Fall auch noch abholzen. Denn Holz kann man auch nie genug kriegen. Und das geht mir auch übelst auf. Also es hat natürlich auch so ein bisschen was Schönes. Ich glaube, oh, ich erlöse die Kuh mal von ihrem Leiden. Ich schlage dich hiermit zum Prinzen. Fleisch. Worüber könnte ich denn noch so diskutieren? Schneidet es immer noch? Oh ja, es schneidet immer noch, aber es sind nur, also wenn ihr mich gerade nicht so gut gehört habt, das liegt daran, dass ich mich gerade kurz umgedreht habe. Und ja, es schneit noch immer noch, aber es schneit so ganz, ganz bisschen, nur so ganz winzige Flocken. Gestern war es extrem, aber da hat es auch nur, oh, das sieht ja schön aus. Da hat es auch nur geschneit, als ich mitten in einer Vorlesung war. Und als es dann vorbei war, hat es auch aufgehört. Das war traurig. Och, das ist mein schönes Bild. Davon muss ich... Mist. Wie macht man nochmal ein Screenshot? Oh Mann, ich bin so... Nein, das war es auch nicht. Das war mal gerade eine Tastatur. Ja. Juhu. So ganz klammheimlich gespeichert. Joa, was gibt's noch zu erzählen? Ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit über das Wetter philosophieren. Ich bin ja kein Wetterphilosoph oder so.
Autsch. Ich glaube, ich müsste mir doch überlegen, ob ich vielleicht so eine Minecraft-Playlist erstelle, weil es ist echt traurig, wenn das so leise ist. Ich würde ja am liebsten einfach irgendwelches Songs von meinen Lieblingsbands abspielen lassen, aber ich habe die Befürchtung, dass da die GEMA sagt, nu, nu, nu. Und dass ich dann eventuell auch... Ach genau, das könnte ich euch vielleicht auch sagen. Und zwar bin ich jetzt... Also ich weiß nicht, ob ihr es gut findet oder nicht, aber ich wollte es euch auf jeden Fall noch sagen. Ich habe es die ganze Zeit total vergessen. Und zwar bin ich jetzt auch YouTube-Partner. Also, immer die Fakten auf den Tisch zu hauen und ja, mich ehrlich gegenüber euch zu verhalten. Ja, habe ich angefangen oder ja, bin ich jetzt YouTube-Partner. Und ich weiß nicht, was ihr davon halten werdet, ob ihr es okay findet, ob ihr es akzeptiert oder ob ihr es doof findet. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, ob ich es machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen ich es machen sollte. Und da jetzt ist es aber passiert. Und ja, deswegen würde es mich auch freuen, wenn ihr den Adblocker ausmachen könntet, falls ihr über einen Adblocker verfügt. Ich muss zugeben, dass ich auch einen besitze, aber ich benutze den eigentlich auch gar nicht mehr. Vor allem nicht auf YouTube einfach. Also ich benutze den auf jeden Fall nicht bei den YouTubern und bei den Videos, wo ich mir denke, doch, die verdienen, dass sie Geld bei YouTube verdienen. Die verdienen ihren Verdienst. Und deswegen mache ich den Adblocker auch aus, extra für sie. Und ja, also ich hätte es natürlich noch in einem extra Video sagen können, dass ich jetzt YouTuber bin. Ich wollte es ehrlich gesagt auch machen. Aber ich bin mir nicht sicher, was ihr davon halten werdet. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil man hat immer, ich glaube, jeder YouTuber hat dann immer so die Sorge, wie die Leute, die die Videos schauen, darauf reagieren werden. Dass Leute sagen werden, ja, ist okay, dass du das machst. Ist ja ganz normal. Oder ob die sagen werden, der ist geldgeil. Den will ich nicht mehr schauen. Der will nur Geld damit verdienen. Der hat gar keinen Spaß mehr. Will nur Profit daraus schlagen. Und davon, seien wir doch mal ehrlich, gibt es nun mal so viele Menschen und deswegen ist es eigentlich auch keine Überraschung, dass es auch so viele gibt, die glauben, dass manche Leute das wirklich aus diesem Grund machen. Weswegen ich es auch vollkommen verstehen kann, wenn Leute so denken. Ich meine, es ist ja genauso wie, wenn man das so auf Rassismus und sowas bezieht, dass man, wenn man sieht, dass, keine Ahnung, dass ein dunkelhäutiger Mann eine Bank überfällt, dass man eben denkt, dass alle dunkelhäutigen Personen eine Bank überfallen. Und so ist es dann halt auch... Moment, ich muss mich kurz umsetzen. Ah ja, ja, mein Fuß tut... meine Wade, meine Unterwade? Keine Ahnung. Die untere Seite meiner Wade. Alter, die tut weh. Ja, und so verhält es sich ja dann irgendwie mehr oder weniger auch mit YouTube und Geldgeilheit, wenn bei einem YouTuber ziemlich schnell klar wird, dass er nur... warum ist er so? Dass er nur wegen des Geldes YouTube macht, dann besteht natürlich immer die Angst, dass man davon ausgeht, ja, dass man aufs Ganze schließt, also in Induktionsschluss zieht und dann denkt, dass es eben auch andere Personen zu machen. Und das ist eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft auf alle möglichen Ebenen übertragbar. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schlimm, wenn man diese Ansicht vertritt und sagt, dass... Ach komm schon. Und sagt, dass halt, ja, wenn einer das gemacht hat, machen das die anderen auch. Und ich finde es traurig, wenn Personen da nicht ein bisschen differenzierter denken. Und ja, vielmehr in die Richtung denken, es gibt die Person, aber es gibt auch noch die andere Gruppe. Da gibt es wiederum noch eine ganz andere Gruppe und dass da keine Verbindung zwischen denen besteht. Auch wenn sie sich entweder von ihren Merkmalen her ähneln oder weil sie die ähnlichen Dinge machen.